Yay! Warum hat es denn jetzt geklappt? Muss man das verstehen? Aua. Stimmt, sollte ich vielleicht unterlassen. Ah. Okay, das ist blöd. Kann man es jetzt schaffen? Wow, aber ganz knapp. Ganz knapp, du. Episch. Yay. Okay, cooles Level. Wicked. What? Führe Luigi zum Ende des Levels, bevor die Zeit ausläuft. Triff die An- und Ausblöcke, um... Ja, um die Blöcke halt an- und auszumachen, ne? Das war schlecht. Wow. 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 Auch mal wieder sehr knapp. Okay, ist aber ein interessantes Prinzip. Was passiert, wenn ich aus dem Screen rausgehe? Dann bleibt er da, okay. Interessant ist es schon irgendwie, ne? Was passiert, wenn er gegen eine Wand läuft? Läuft er zurück. Ist aber nicht vorteilhaft. Ist also genauso wie eben mit Mario, nur halt, dass es jetzt Luigi ist und ich den auch nicht selbst springend machen kann. Ne? Ja. Wo ist denn das Ende? So, ich warte hier einfach. Ach nee, ich drück den Switch und jetzt warte ich. Das war schlecht. Das war schlecht! Holy. Holy moly. Oh, das war noch viel schlechter. Na. Nee, das war noch viel, viel schlechter. Wow! Episch. Keine Ahnung, warum an jeder zweiten Biegung Blöcke sind. Einer reicht doch vollkommen da immer. Ah, okay. Luigi, du hast es geschafft. Luigi hat gewonnen. Hallo. Ich muss trotzdem noch gewinnen. Toll. Killer. Oh yeah. I'm a killer, baby. Ach du Scheiße. Renne gegen Boo. Ja. Ich muss zuerst den... Ja. Hier sind Safe States praktisch unerlässlich. Denn das muss man so schnell machen wie möglich. Ich werde versuchen, kein einziges Mal stehen bleiben zu müssen. Auch hier nicht. Doch. Das ist praktisch jetzt wieder so ein Szenario. Ich kann nichts anderes machen. Außer halt rennen. Nur mit dem Unterschied, dass ich es diesmal halt doch anders machen kann. Nur es nicht tue, weil ich es kann. Und so. Wow, lag. Super. Nice. Nein. Ist jetzt blöd. Ich kann Spin-Jump auf ihn machen. Oh, okay. Ich dachte, das wäre mein... Punkt, mein Goal Point war nicht. Kann ich da irgendwie? Kann ich, aber mache ich nicht. Mache ich lieber so. Genau, ist ja gar nicht mein Goal Point. Da habe ich nie vergessen. Ach Scheiße drauf. Ach komm, ey, es gibt's doch nicht. Jetzt springt Mario nicht mehr. Auf mein Geheiß, springe. Sohn des Orang-Utan. Sohn des Klempner Orang-Utan. Und mich kratzen. So. Kann weitergehen. Oh, warum muss ich alle zwei Sekunden springen? Okay, abgebrochen. Einfach. Sick. Und danach epic. Aber zuerst sick. Oh. Ja, wir können nicht mehr springen. Deswegen ist das so sick, ey. Oh mein Gott. Wow. Stimmt, hier ist Eis. Aber hier kann ich springen, das ist gut. Wow! Oh, ja, ich kann ja nicht springen. Ich vergesse es immer. Ist das überhaupt möglich, wenn man nicht springen kann? Okay, die Stelle ist gemein. Oh mein Gott, Das ist böse. Das ist unglaublich böse.
Yay. Wow. Wow. Okay, das wäre böse. Hä? Ah, okay. Hä? Oh. Ba 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 nein. Ba 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 ha. Goal, also Midpoint. Oh, das ist böse. Verdammte Moles. Giant Mole. Top, top. Schlecht. Ja, dann hat man verloren, wenn man da reinfällt. Also das ist praktisch wie ein Loch. Nur, dass man da halt mit so einem Mole, also mit so einem Maulwurf drauf gehen kann, ne? Genau. Okay, das ist irgendwie... Ah, okay. Ich dachte, das wäre unfair, aber irgendwie... Wenn das Timing anders gewesen wäre, wäre es auch irgendwie unfair, aber hey. So war es ja zum Glück nicht. Sonst müsste ich ja Leute verklagen, das möchte ich nicht. Da. Okay, der Hammer Brother ist öde. Yay. Die sind auch öde. Aber hey, immerhin schaffbar. Die sind auch öde. Yay. Yay. Ah, okay. Epic. Das Endlevel mit Secret Exit. Ich kann wieder springen. Ah, okay. Also, was ist denn das nochmal? Wie schnell kannst du dieses Level schaffen? Tu es für 200, was auch immer, oder mehr, um zu gewinnen. Okay. Also mit 200 noch übrig. Ach du Kacke. Also in die Röhre, da konnte man nur reingehen, wenn man die anderen 7 Level geschafft hat. Okay, das ist... Das ist ja nett. Das ist nämlich unmöglich. Ich verstehe schon. Nee, ich verstehe es nicht. Verstehe nicht. Muss man da so lange warten, bis es geht, oder was? Das ist ja unfair. Das ist ja unfair. Und ohne Pilz kann man ja auch nicht schaffen, aber... Also hier muss man dann so lange warten, bis das geht, oder was? Also bis jetzt. Ist ja fair. Das kann man auch beim ersten Mal wissen, natürlich. Das ist auch irgendwie unfair. Ach, das ist auch so eine scheiß Wartezeit. Kann man auch beim ersten Mal wissen. Ja, das war auch sehr fair. Ne, das war die Fairness in Person, da kann man jetzt nichts sagen. So, also das war die Fairness in Driver uns Person. Aber ansonsten gefällt mir das Level. Ah, das ist wieder so eine scheiß Wartezeit, Mist. Ah, okay, das ist ja super fair. Das ist ja Fairness pur. Oh mein Gott. Also manche Stellen hier sind echt unfair. Aber ich habe auch gelesen, der Fair ist, Der Hack ist sehr unfair. Also so wie WIP4, wenn das jemand kennt, habe ich Let's Played mal. Ach, das ist auch wieder so eine scheiß Wartezeit-Mist-Dingen. So. Es springt nach unten rein. Aha. Bin entzückt. Nicht. Okay, das ist irgendwie... Ah, okay. So geht das. Wow. Nee, das ist blöd. Das ist ziemlich unfair, muss ich jetzt schon sagen. Nee, das ist sehr unfair. Ah, okay. So geht das. Man muss also ganz lange warten. Wenn man Pech hat, hat man danach keine Zeit mehr. Hab ich's? Ah, jetzt kommt alles zusammen. Interessant, verstehe. Oh mein. Ach du Heilige. Ich verstehe. Jetzt sind mehrere in einem. Und ich muss gleichzeitig noch auf mich achten. Oh mein Gott. Und ich stoß mich nicht mehr an Wänden ab. Ach du Scheiße, ich muss auch noch auf mich achten hier. Nachher kommt alles zusammen, oder wie? Oder wie, oder was? Ach du Kacke.
Oh mein Gott. Ja, das kann ja was werden. Ah, gut. Oh, jetzt kommt Boo Race. Ach du Kacke. Das ist ja einfach. Kann man ja einfach drüber springen. Disco Cooper. Oder Disco Shell halt. Aber da ist ja ein Cooper drin, also Disco Cooper. Oh mein Gott. Das war einfach. Aha, und jetzt kommt das ganz normale Gesülze. Nee, ich kann nicht springen. Ach du verdammte. Oh, und das auch noch. Ach du Kacke. Das wird ja super schön. Und es ist langweilig wie sonst was. Stimmt, ich kann ja nicht springen. Ey, das verwirrt mich. Wow. Wieder einfach auf mich zuspringen, ne? Hau ab, du Hure. Ey, wie der mir hinterher springt, ey. Der will was von mir. Meine Telefonnummer ist 555-778-910. Was ist das denn jetzt? Hallo? Mal aufhören damit. Ich habe die Taste nicht mal gedrückt. Ich war nicht mal in der Nähe von Escape. Echt mal. Sorry, dass ich Save State und Y gleichzeitig drücke. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Alter, was willst du, dass er näher ist von mir? Ist unglaublich. Apropos, dass er näher ist. Wenn mich einmal jemand fragt, was ich benutze, um das hier zu spielen. Ja. Ne? Und so. Okay, das ist böse. Das kann man irgendwie nicht ohne Treffer schaffen. Es sei denn, man steht genau in der Mitte. Und da gibt es einen Secret Exit. Was zur Hölle? Uber Epic. Okay, Lead. Kannst du dasselbe Level als kleiner Mario schaffen? Ja. Was habe ich denn gerade gemacht? Ich war klein, oder? Ich war klein, aber okay. Ich war die ganze Zeit klein. Oh ja, genau. Tarn und so. Oh Gott, ey. Das nervt. Kann mir die ganze Zeit nur antun. Gibt's doch nicht. Aber das gehört zu mir, also lasse ich auch auf Band. Auf Video. Jetzt hat's geklappt, verstehe nicht. Also mal drum springen, mal drum gehen, mal drum laufen, mal drum. Ja, mal drum laufen, das stimmt eigentlich nicht. Mal konnte man nur essen, mal konnte man nur laufen, mal konnte man nur Luigi nachlaufen. Mal kann man nur den eifersüchtigen Bräutigam spielen. Mal kann man Dragon Ball spielen. Genau, hier habe ich mein Test verloren und da habe ich dann nur bekommen. Also ist das Level jetzt ab sofort wieder wie vorhin. Das ist ja wie Kaizo. Da ist man auch klein. Meistens. Wenn man im Mittelpunkt ist, ne? Genau. Gut. Stimmt, da war was. Gut. Bam. Bam. Luigi. Bam. Oh, bam. Und bam. Bam. Oh, ich will sehen, wie das immer ohne Safe geht. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Das ist nicht möglich. Genau. So. Ich wurde genau von dem Feuer verteidigt. Hoffentlich glaubt's nicht. Oh ja, genau. Hallo? Ich war da drüber, Luigi. Nicht einfach wieder zurückgehen. So, zack. Oh ja, du weißt, da muss ich ganz viel Speed fahren. Genau. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Geht das? Das geht, ich glaub's nicht. Nein. Das geht auch nicht mehr. Aha, das geht auch. Ich versuch mal, so viel Speed wie möglich rauszuholen. Warum geht das denn mehr? Was ist das für ein Bug? Ja, schöner Bug, okay. Cooler Bug. Geht einmal, dann geht's nicht mehr, oder was? Was ist das denn? Hat man hier auch ein bisschen aufgemacht? Glaube nicht, oder? Vielleicht finde ich schon sehr verwundert. Und das kann ich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern, so einen Bug zu haben. Kann ich wirklich nicht, sorry, aber nee. Vielleicht ist da ja was falsch, aber vielleicht ist da auch was falsch. Kann ich ja nicht spielen. Das ist auf der letzte Zeile. So. Ja, rein. Genau, man hat am Anfang von diesem Ding, glaube ich, wirklich. Ein Test passiert, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Vor allem Teil. Ist langweilig, aber es ist unnötig. Da springt mir wieder mein Bowser-Freund hinterher. Mein Bowser-Statuen-Freund. Oh, jetzt geht er zurück. Weil er in die Wand springt. Hat den Kopf hier getan, jetzt werden wir nichts mehr mit mir zu tun haben. Aha. Swampy. Weiter machst du nicht schnell genug, Swampy. Ich glaube, ich weiß, warum ich das Level nicht mit dem Secret. Genau, man hat wirklich am Anfang von jedem Level einen Test gekriegt, weil ich war da 100% groß. Und danach hatte ich auch noch einen Test. Schade, dass man jetzt keinen Test kriegt, ne? Super gemacht, du hast mal nicht geschafft! Die Bonusartig? Die Nutzlosen, jetzt wo ich das Spiel schon geschafft. What? Nein, das muss bei uns. To be continued. Okay. Sehr blöd. Null. Okay, da war kein Secret Exit, das ist eine Lüge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habe ich es auch mit Dingens hier mit... Vielleicht hätte das, wenn ich es unter 200 Sekunden geschafft hätte, mich nur wieder hier oder so hingeführt. Und ansonsten ist halt toll, ne? Weil ansonsten hat er mich da halt dahin geführt, wo er mich hingeführt hat. Also habe ich es über 200 Sekunden geschafft, denke ich mal. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, natürlich richtige Hacks, so richtige Vanilla-Hacks,
die nicht so geil so sind, ohne Save States. Verspricht interessant zu werden. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es mir. Und wenn ihr weiterhin solche kleinen Hacks mit Save States sehen wollt, schreibt es mir auch, obwohl ich's, mir macht es mehr Spaß, wenn ich es ohne Save State spiele, muss ich sagen. Also natürlich nicht solche schwierigen Hacks, aber ne, ihr wisst. Gut. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, schreibt mir eure Meinung und bis zum nächsten Mal.